Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und dieses Video wird wieder gesponsert von Feine Saga, denn ihr habt es ja gesehen in meinem letzten Opening. Da haben wir diese geilen Dinger bekommen. Drei an der Zahl, wartet. Hier ist das dritte. Ja. Battle City Decks. Wer kennt es noch? Battle City? Gerne in die Kommentare. Wer ist auch ein alter Hase von euch? Und wir haben auch noch dieses Ding. Das werden wir auch gleich mal auspacken. Wird wahrscheinlich eine Spielmatte sein, nehme ich an. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Ahnung, muss ich gestehen. Ich lasse mich da auch überraschen. Von daher, ungeschnittene Reaktion, meine Freunde. Und damit soll es das auch erstmal gewesen sein. Wir starten jetzt direkt rein in das Opening. Und an dieser Stelle möchte ich euch gerne meinen Werbepartner Feine Saga vorstellen. Dort bekommt ihr unter anderem Deckboxen. Die Deckbox begleitet mich bei jedem Duell. Dann haben wir hier noch verschiedene Spielmatten. Dann haben wir hier noch einen richtig nicen Binder, den ich persönlich auch verwende. Zusätzlich habt ihr noch einfarbige Sleeves, Artwork Sleeves, Border Sleeves, Dragon Ball Würfel und diverses an Accessoires. Und zusätzlich für den Fan der ersten Stunde gibt es hier auch nostalgische Produkte, wie zum Beispiel dieses hier. Und ein Blick zu den Presets lohnt sich auch, meine Freunde, denn dort seht ihr, was in Zukunft noch kommen wird, unter anderem halt neue Spielmatten und die Anubis-Matte ist auf jeden Fall mein persönliches Highlight und es werden auch noch weitere Artwork-Sleeves kommen und ein weiterer Binder ist auch schon in Planung. Und auf deine gesamte Bestellung kannst du mit Yamikris 10 10% sparen, von daher den Link in der Infobox auf jeden Fall mal abchecken. Und damit begrüße ich euch hier an dem Tisch und wir fangen jetzt erstmal an mit diesem großen Ding hier, das werden wir jetzt mal auspacken. Ah, wie machen wir das? Oh, ihr seht es ja trotzdem auch, wenn ich es hier auspacke. Grandios! So, sehr gut verpackt. Was mir auch richtig krass gut zusagt bei den ganzen Produkten von Feine Saga, dass die auch immer ihr Branding hier drauf haben. Ne? Auch hier unten. Warte, kriege ich das so irgendwie hin? Warte. Oh Gott, da haben wir es. Feine Saga, da steht übrigens zwei Spieler Playmat. Also Cloth Playmat. Oh, sehr, sehr interessant. Ja, ne? Finde ich richtig nice. Finde ich sehr, sehr seriös dadurch auch. Von daher gefällt mir das auf jeden Fall. So, schauen wir doch mal rein. Ach, die ist das. Ah. Ja, die habe ich schon gesehen. Die ist doch geil. Oh. Gott, ich kann die, glaube ich, gar nicht ganz zeigen. Wartet mal. Wir machen das mal anders. So. Seht ihr das so ein bisschen? Geht es? Ich hoffe. Ansonsten gerne auf der Seite nachgucken. Von Feine Saga. Da seht ihr auch nochmal alles. Ja, geil. Das ist doch die Steintafel. Richtig nice. Oh, das sieht auch cool aus. Das gefällt mir. Das ist doch auf den Sleeves auch drauf. Richtig cool. Ja, nice. Hier haben wir dann noch die Millenniums-Gegenstände. Einmal von Marek und einmal von Bakura. Ah, richtig cool. Auch richtig schön weich. Okay, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal an mit meinem Charakter. Und das ist natürlich Yami Yugi. Den werden wir jetzt mal auspacken. Oh Gott. Oh, hier ist noch so ein kleines Heftchen dabei. Schauen wir mal rein. Ah. Ach geil. Du kannst hier einfach Battle City nachspielen. Hier hast du die ganzen Regeln. Das ist ja geil. Genau, Orika-Cards, das war mir schon bekannt. Also ist hier generell nochmal so erklärt? Ach, sind die ganzen Monster, die man hier drin... Ah, ich will mich hier nicht spoilern lassen. Nein, ich will mich nicht spoilern lassen. Oh mein Gott. Ah, da sind die ganzen Karten nochmal aufgeführt. Ach, geile Deckbox sogar. Ja, das ist ja heftig. Da ist er, der Gute. Oh, schaut ihn euch an, den Süßen. Okay, das ist cool. Ah, hier geht es sogar noch weiter. Das sieht sehr gut aus. Oh, was haben wir hier? Oh, einmal den Slifer. Finde ich, ist auch das beste Göttermonster. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Dieses Floodgate hat sonst keinen Gott. Ja, also Obelisk, super für ein OTK, aber Slifer... Gott, ich krieg's gar nicht ganz hin. Warte mal, ich pack's mal aus kurz. Nehmen wir das so hin, einigermaßen. So. Ah, schaut mal, so. Fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Sehr, sehr hochwertig. Aber Slifer ist, um nochmal darauf zurückzukommen, hat halt einfach dieses Floodgate mit diesem, wenn etwas beschworen wird und es hat weniger als 2000 ATK, wird es zerstört oder es verliert halt 2000 ATK. Unfassbar krasser Effekt. Wenn man den heute konstant rausbringen würde, man hätte gegen Snake Eye keine Probleme. So, jetzt schauen wir mal rein. Wir haben hier sogar einen Trenner. Ja, nice. Ich stelle ihn mal hier hin. Ah, Sleeves gibt es auch dazu. Ja, geil. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Wenn wir im Yu-Gi-Oh! Auch so Full Arts hätten, das wäre geil. Das wäre richtig heftig. Vielleicht kommt das irgendwann mal.
einfach so eine Ash Blossom über die ganze Karte beispielsweise. Oh, das wäre schon cool. So, warte mal. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt hier öffne. Ohne, dass ich irgendwas kaputt mache. Gibt's hier einen Trick? Ja. Trick gefunden. Haha. So. Mal gucken. Also, ich kenne die ganzen Monster nicht mehr mit den Namen, muss ich gestehen. Ne? Dafür ist es doch schon zu lang her. Oh Gott. Krieg sie raus? Jetzt. Das geht leider nicht. Aber das ist ja geil. Du könntest also sowas einfach kaufen oder für deinen Freund noch mitkaufen und kannst einfach Battle City Regeln machen. Also wie heftig ist das denn? Baphomet. Den kenne ich doch. Baphomet? Doch. Oder das, nee, das müsste Baphomet sein und nicht Gazelle. Das ist Alpha, der Magnetkrieger. Das ist, glaube ich, Baphomet. Doch, müsste Baphomet sein. Beta. Schädelwache. Wie heißt er? Ah, kriege ich nicht mehr hin. Hier haben wir den Totenkopf. Red Eyes. Weiß ich leider nicht. Dann haben wir hier den Elfenschwertkämpfer. Hier haben wir... Das ist Baphomet, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Das ist, glaube ich, Baphomet. Heute in Chimera tatsächlich eine sehr, sehr gute Option. Dann haben wir hier das dunkle Magiermädchen. Oh, nice. Guckt sie euch an. Ah, ich liebe dieses Original-Artwork. Dann haben wir hier die... Katapultschildkröte, die auch einen guten Friedhofseffekt hat. Ne? Man skippt die Battleface. Gegen Tempai Dragon vielleicht gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier den Kobold. Der grüne Kobold, glaube ich, einfach, wenn ich mich nicht täusche. Hier haben wir Gamma, müsste das dann sein. Magnetkrieger. Hier haben wir den Steinwächter. Sagt mir leider gar nichts. Hier haben wir den Ritter des Buben. Ritter des Königs. Kuribo. Handwrap. Hier haben wir die heißt die einfach Elfe? Ich glaube schon, war das doch einfach nur die Elfe. Dann haben wir nochmal den Elfenschwertkämpfer, aber ein anderes Artwork. Oh, das ist ja cool. Das ist nice, cool. Dann haben wir hier die Ritterin der Königin? Oh Gott, wie heißt die? War der Ritter des Buben, Ritter des Königs? Ritterin der Königin müsste es dann sein. Doch, doch, doch. Gehirnkontrolle? Müsste, glaube ich, Gehirnkontrolle sein, ne? Kartenzerstörung? Ah, irgendwas mit Karten ziehen. Weiß ich nicht mehr genau. Überläufer? Spelltrap-Schuss? Aber fragt mich mal. Dann haben wir hier Wellenbewegung. Irgendwas für dunkler Magier? Nochmal irgendwas für Magier? Aber keine Ahnung gerade. Hier haben wir Seelenaustausch, müsste das, glaube ich, sein. Nee, ist nicht Seelenaustausch, Kartentausch irgendwas müsste das sein. Hier haben wir Graceful, ne, also drei Karten ziehen, zwei Diskarden. Stufenzerstörer, glaube ich, oder so. Magische Hüte. War das nicht eine Trap? War das eine Spell? Echt? Okay. Wiedergeburt? Ach, deswegen, jetzt verstehe ich das erst. Weil hier natürlich nichts draufsteht, stehen hier die Effekte wahrscheinlich drauf. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Das heißt, je öfter du das spielst, desto mehr hier oben kommt es dann an. Ne? Wiedergeburt, dann haben wir hier Verdoppeln. Ist es Verdoppeln? Heißt die einfach nur Verdoppeln? Oh Gott, ich weiß es gerade gar nicht. Da haben wir, oh, auch für Dunkler Magier, kam einmal im Anime auf. Ah, nee, kriege ich leider nicht hin. Poli, Topf der Gier. Ach, der Frechdachs, ey. Guck mal, wie der grinst. Dann, sagt mir leider gar nichts. Sagt mir auch nichts. Oh, müsste ich alle. Werde ich nachlesen. Werde ich auf jeden Fall nachlesen. Kettenzerstörung. Staubtornado. Weiß ich leider auch nicht. Zerbrochene Sanduhr wahrscheinlich. Dann haben wir hier. Oh, dagegen habe ich sogar schon einmal verloren. Ein Game. Lustige Geschichte. Kommt mal ein anderes Mal. Oh. Nee, kriege ich leider nicht hin gerade. Sagt mir auch nichts. Sagt mir auch nichts. Auch nicht. Countertrap. Fallenzerstörungswerkzeug oder so. Sagt mir auch nichts. Sagt mir auch nichts. Magische Fesselungsmagie. Nee, ich weiß es ja nicht. Muss ich auch nachlesen. Sagt mir auch nichts. Kenne ich aber. War nur das Zeitsiegel. Zeitsiegel, sagt mir doch was. Hier sogar als Foil. Oh, das ist ja geil. Oh. Ich liebe den dunklen Magier. Oh, ist der geil. Ah, hier Gazelle. Oh, das ist ja geil. Jetzt kommen Vollkarten. Red Eyes.
Totenkopf, oh, Totenkopfwächter. Auch ein richtig cooles Monster. Der verdient mal einen richtig guten Archetype, finde ich. Wo der wirklich mal essentiell ist. Verräterische Schwerter müssten es, glaube ich, sein. Spiegelkraft. Oh mein Gott! Eine Secret Rare. Den, wie heißt er? Buster Klingenkämpfer. Oh mein Gott, dunkler Paladin. Ja. Oh, wie geil. Komm. Ah, habe ich sogar als Karte hier. Gaia, der... Irgendwas Ritter. Kann man, glaube ich, einfach so spezial beschwören. Oh, hier haben wir... Urs Arctic ist leider ein Archetype. Ursatron, aber heißt der nicht auch irgendwie so? Eigentlich ein cooles Monster. Und dann haben wir noch Slifer. Ah. Oh, der hat sogar ein anderes Foiling. Oh, das hat er sich auch verdient. Geil. Richtig, richtig geil. Holy shit. Richtig geil. Oh, das ist geil. Also habe ich richtig Bock eigentlich. Dieses Battle City Turnier hat mir auch, glaube ich, mitunter am besten gefallen vom ganzen Anime. Richtig geil. Ich würde sagen, Kaiba machen wir noch auf. Und dann, wenn ihr Bock habt, verlose ich gerne Marik. Wollen wir das so machen? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob ihr Marik haben wollt. Ach, was heißt, schreibt? Wir verlosen. Ich verlose Marik. So, es ist jetzt festgeschrieben, ihr bekommt die Box von Marik, weil das war noch nie so mein Lieblingscharakter. Aber Kaiba finde ich auch geil. Von daher machen wir Kaiba auch noch auf. Ah, wartet. So. Mal gucken, was ich hier noch so alles kenne. Übrigens hier auch, ne? Das Branding. Sehr, sehr nice. Oh Gott. Ja, komm, löst dich. Oh nein, ich hab's kaputt gemacht. Nein. So, jetzt könnte ich die sowieso nicht mehr verlosen. Oh Gott, ich krieg's nicht. So, wir haben es geöffnet bekommen. Leider Gottes habe ich es ein bisschen beschädigt, aber gut. Ah, schade, ey. Na gut. Auch hier haben wir eine Deckbox. Oh, nice. Oh. Oh, die ist schwerer rauszukriegen. Oh, okay. Mit der richtigen Technik kriegt man auch das hin. So. Ich lege das mal kurz hier rüber. So. Nee, Slifer wollen wir sehen. Also hier haben wir natürlich auch den guten Seto. Ja. Und dann hier natürlich mit seinem Obelisken. Okay, das sieht artwork-technisch ein bisschen besser aus, muss ich gestehen. Gefällt mir ein bisschen besser als das. Aber da muss man auch sagen, der Obelisk sieht halt einfach erhaben aus. Ich habe den ja auch hier zu stehen. Den seht ihr zwar gerade gar nicht, aber der steht hier in der Vitrine. Weil, da muss ich aber sagen, die Figur wirkte einfach sicherer. Weil die ist so mit ganz vielen Stäben befestigt gewesen, das war mir zu unsicher. Und die steht halt einfach. Von daher, der sieht schon erhaben aus. Das muss man schon sagen. Sieht schon aus wie so ein König. Passt zu Seto. So, dann haben wir hier natürlich den Obelisk. Auch geil. Also für Sammler auf jeden Fall ein Must-Have. Richtig nice. So, legen wir mal kurz hier drüben hin. Und dann geht's los, meine Freunde. Auch hier haben wir wieder natürlich die Sleeves, ne? Die eigentlich auch... Das ist schon cool. Das ist schon ein geiles Gimmick, muss man schon sagen. Und natürlich passend einen anderen Trainer. So, machen wir die jetzt noch auf. Mal gucken, wie wir uns da anstellen. Na? Ah, jetzt. So. Gott, kurz beiseite der Müll. Oh, so Gerfried. Gerfried, der Klingenmeister oder so, müsste das sein? Oh mein Gott. Verbotene Karte. Ach, oh, wie heißt sie? Ist die verboten? Doch, die ist verboten, ne? Ah, nee. Komme ich gerade nicht drauf. Cyberdose. Haha, Cyberdose. Normales Monster. Nee, sagt mir leider gar nichts. Sagt mir auch nichts. Sieht aber krass aus. Sagt mir auch nichts. Sagt mir auch nichts. Stimmt, Kaiba hat ja generell immer starke Monster gehabt. Ah, den hat er auch mal beschworen. Sagt mir aber leider nichts. Herr der Drachen. Habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt in diesem ersten Spiel, was es mal damals gab von Yu-Gi-Oh! Aber komme ich leider nicht drauf. Da haben wir hier irgendwie den Clown. Heißt der Buggy? Könnte der Buggy heißen oder bin ich jetzt bei One Piece?
Irgendwas mit Clown auf jeden Fall. Sagt mir gar nichts, das Schwert. Fusionsmonster mit Donnerdrachen. Zwei Donnerdrachen, glaube ich, ne? Aber sagt mir leider nichts. Ah. Gutes Monster, was man immer gesettet hat damals. Zu Anfang von Yu-Gi-Oh! Zeiten. Weiß nicht noch, hat man sich mal gefreut. 4 Sterne, 1,85. Alter, muss der Gegner erstmal rüberkommen. Kanonen, Panzer, aber welcher? Das weiß ich leider nicht. Hier haben wir den Fusionsmonster XYZX. Nee. Ist glaube ich nur XYZ, ne? VW gibt's auch, glaube ich, ne? Aber ich glaube, das sind nur die drei Monster. Ne, das sind die drei Monster. Dann ist das doch hier doch VWXYZ Drachenkanone. Dann ist das hier XYZ Drachenkanone. Oder irre ich mich jetzt? Oh, schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr da besser im Bilde seid. Auch wieder was mit Drachenkanone. Auch was mit Drachenkanone. Donnerdrachen. Gerade, ne? Thunder Dragon. Kolossus zurück. Freuen sie sich. Noch ein Donnerdrachen. Noch ein Donnerdrachen. Oh, sagt mir auch nichts, leider Gottes. Ah, hier, Card of the Mice auf Deutsch. Wie heißt die auf Deutsch? Karten. Nee, kriege ich nicht hin. Gute Karte auf jeden Fall gewesen. Nee, kann man immer noch spielen auf 1, glaube ich, ne? Sagt mir leider nichts. Ach, das hier ist Stufenzerstörung, glaube ich, ne? So müsste die Karte, glaube ich, heißen. Anime Controller. Sagt mir leider auch nichts. Irgendwas mit Ritualbeschwörung, würde ich jetzt sagen. Sieht die jetzt danach aus? Drachenflöte für Herr des Drachen. Ah, guck mal hier. Sirenengesang. Jetzt gerade gar nicht so schlecht in Fire King. Fire King sag ich schon, in Snake Eye. Da haben wir hier Wiedergeburt. Poli. Topf der Gier. Sagt mir nichts. Ansturm der Goblins vielleicht. Kennt man aus dem Anime? Kennt man. Schrumpfen. Müsste Schrumpfen sein, oder? Nee, das ist Schrumpfen. Okay. Das ist Schrumpfen, dann was anderes. Schrumpfen. Hier Seelenlast müsste das, glaube ich, sein. Sagt mir nichts. Angriff. Nee, Verteidigung. Verteidigung stoppen, glaube ich, heißt sie. Sagt mir leider nichts. Sagt mir auch nichts, die Trap. Sagt mir auch nichts. Das könnte Angriff der. Irgendwas sein, wo man seinem Gegner nochmal 500 ATK um drauf geben könnte. Nachläufer? Nee. Nachbildung irgendwas? Komme ich leider gerade nicht drauf. Sagt mir leider auch nichts. Hier haben wir Angriff abwehren oder Angriff annullieren. Sagt mir leider auch nichts. Magiedeflektor, glaube ich, ist das, ne? Das müsste, glaube ich, Magiedeflektor sein. Ah, hier haben wir dann schon der Axtkämpfer. Minotaurus, der Axtkämpfer oder so. Kartenvernichtungsvirus. Und zwar... Ich glaube einfach nur Kartenvernichtungsvirus müsste der heißen, ne? Hier haben wir Jin. Den, den Ring der Zerstörung. Ich glaube, so heißt der. Austausch. Blue Eyes. Geiles Artwork. Schaut euch das an. Richtig nice. Noch ein Blue Eyes. Das ist ja noch besser, leider Gottes, als bei Yamis. Da haben wir bestimmt noch einen dritten, wa? Das ist nice. Das ist wirklich cool. Das ist cool. Ist natürlich hier drei Bricks. Aber so, das ist wirklich cool. Da haben wir hier den ultimativen. Schon in Secret Rare. Den haben wir gezogen aus Ghost from the Past, The Second Haunting, glaube ich. War tatsächlich ein bisschen teuer damals, bevor der Reprint kam. Aber kann ich da ja nichts sagen. Nächste Karte, die mir nichts sagt, ey, ist das traurig. Ja, ich bin halt doch eher dunkler Magier-Fan. Tut mir leid, meine Freunde. Der war auch krass. Den hat er auch oft gespielt dann in den letzten Staffeln von der ersten, also in den letzten Folgen der ersten Staffel, also. Ich muss es anders sagen. In den letzten 3-4 Staffeln von dem ersten Kapitel, wenn man so möchte. Da wurde der auch sehr oft gespielt von ihm. Und dennoch weiß ich ihn nicht. Und natürlich Obelisk. Nice. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr nice. Also richtig, richtig geil. Ich habe eigentlich wirklich Bock, das dritte auch zu öffnen. Aber ich habe es ja gesagt, meine Freunde. Das soll rausgehen an euch. Hashtag Final Saga dann, ne? In die Kommentare. Dann könnt ihr das gewinnen. Hier, ich hol's noch hoch. Da kriegt ihr Ra, meine Freunde, ja?
Marek Ishtar, der Verrückte, ey. Guckt ihn euch an. Lava-Golem scheint da drin zu sein. Also, ja, auf jeden Fall ein Staple. Von daher, in die Kommentare jetzt mit euch, Hashtag Feine Saga, dann könnt ihr dieses gute Schmuckstück gewinnen. Und damit, meine Freunde, soll es das gewesen sein mit diesem Opening. Und wie immer hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass euch auch die Produkte von Feine Saga gefallen. Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Also ich feiere die hart ab. Ich finde die wirklich insane, die ganzen Sleeves und Deckboxen. Ich nutze die bis heute noch. Von daher extrem nice. Und danke nochmal an dieser Stelle, dass ihr mich so gut versorgt mit insane Produkten und was noch alles so kommt. Ey, schaut mal auf der Seite nach, was die noch alles rausbringen wollen. Richtig, richtig nice. Und vergesst auch nicht das Gewinnspiel, meine Freunde, ne? Schön Hashtag Feine Saga unten kommentieren, damit ihr dann natürlich mit drin seid. Und damit war es das jetzt wirklich von mir, meine Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, haut rein, ciao.